Willkommen zu einem neuen, super knuddeligen, legendären Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam Ratchet & Clank auf der PlayStation 5, das PlayStation 4 Remake, das auf dem Film basiert, der wiederum auf der Original PlayStation 2 Version basiert. Ich weiß, alles sehr verwirrend, was ihr aber wissen müsst, ich habe das Remake noch nicht gespielt. Originalspiel habe ich damals gespielt, aber im Remake sollen auch einige komplett neue Passagen drin sein. Also ich bin sehr gespannt. Natürlich wurde alles ein bisschen general überholt und das Spiel sieht wirklich hervorragend aus. Ich dachte mir, ist ein cooler Einstieg, um uns vorzubereiten auf nächste Woche, denn dann kommt ja schon Ratchet & Clank Rift Apart. Ihr dürft also gespannt sein, denn jetzt beginnt es mit einem epischen Abenteuer direkt im Doppelformat. Und wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, dann einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Auf geht's! Block 7, bitte öffnen! Los, vorwärts, Schiff! Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sordum, die eiserne Warte in Novalis, da... Sei gegrüßt, Fischling. Ich bin... Captain Quark. Ich glaub es nicht. Du bist er. Ich habe davon geträumt, von dir verhaftet zu werden. Ach, hau doch ab. Ich meinte dich, Seth. Ja, Captain. Also, Fischling, ich nehme an, du weißt über meine vielen Abenteuer Bescheid. Selbstverständlich. Du bist der berühmteste Superheld der Galaxie. Jetzt ist er nicht mehr berühmt. Worte verletzen, Solitary Bill. Ich bin ein großer Fan. Ich kaufe mir sogar das neue Ratchet & Clank Holo-Spiel. Das was? Du weißt schon, das Abenteuerspiel mit dir und diesem Lombax. Oh, du meinst wohl den Holo-Film. Ja, der ist ganz gut, wenn man auf Animationen steht. Nein, ich meine das Spiel. Es basiert auf dem Holo-Film. Schau, hier ist die Bestätigungsmail. Es wird per Mac-Express geliefert. Sie machen ein Spiel basierend auf einem Holo-Film über mein Leben? Und das ohne mich überhaupt zu fragen? Das ist meine Schuld. Ich bin zu lange weit weg von meinen Fans gewesen an diesem verlassenen Ort. Und jetzt hört wohl nie jemand meine Seite. Ich möchte deine Seite hören, Captain. Möchtest du? Na dann setz dich hin, achtsamer Verbrecher, und lausche der Geschichte. Alles begann mit einem glücklosen Lombax namens Ratchet. Wo willst du denn hin? Hey, Grimm, du bist hier. Ich dachte, du bist auf dem Bazar wegen der Gravispulen. Mhm. Tja, ich bin hier. Ich bin immer hier. Dass du dich verkrümeln willst, hat nicht zufällig mit den Prüfungen der galaktischen Schutztruppen zu tun? Ich brauche nur eine Stunde. Komm schon, Grimm. Hey, wir reden hier über die galaktischen Schutztruppen. Captain Quark wird da sein. Du gehst erst nach der Reparatur von Mr. Mikrons Schiff. Und jetzt ran an die Voltkurbel. Das Schiff hebt sich nicht von alleine. Ran an die Boltkurbel. Na los! Wow, ich muss sagen, das Spiel sieht wirklich verdammt schick aus. Natürlich, es wäre auch auf einer PlayStation 4 verdammt schick, aber wir spielen es eben nur mal auf einer PlayStation 5. Sieh dir das an. Avionik hinüber, Prozessor hinüber, sogar die verflixten Gravispulen sind hin. Oh, da hast du ganze Arbeit geleistet, Kleiner. Los, versuch's mal. Okay, mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, aber natürlich. Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Schau nach unten. Siehst du... Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert.
Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. So stürzte sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Guten Morgen, Hüselebene. Es ist 8 Uhr und heute wird so richtig heiß. Unsere erste Meldung ist leider traurig. Letzte Nacht gegen 20.13 Uhr wurde der Planet Tenemul anscheinend von einer Supernova der Klasse 7 getroffen. Präsident Phyronix sprach zwar von einer tragischen Naturkatastrophe, doch führende Besserwisser haben ihre Zweifel. Damit haben wir in den letzten 3 Monaten 4 Planeten verloren. Ist hier etwa eine dunkle Macht am Werk? Der allseits verehrte Captain Quark hat eine handgeschriebene Erklärung abgegeben, in der... Moment, ist das Buntstift? Donnie, kannst du was davon lesen? Sieht aus wie ein Haufen Gekritzel und eine Art Ente. Egal. Ich bin mir sicher, dass sie wichtig war. Jetzt gleich. Nächste Woche ereignet sich die erste Planetenkonjunktion seit über 1000 Jahren. Darum rufen wir alleinstehende Hobbyastrologen in den Mitdreißigern an und werden Zeuge, wie sie ihren Verstand verlieren. Hallo Leute, wollt ihr euer Sport? Okay, das Radio ist schon wirklich verdammt genial. Führende Besserwisser. Ja, natürlich. Ist das mit Buntstift? Verdammt, ist das eine Ente? Ja, der Humor ist schon richtig geil. Kein Wunder, dass das Ganze hier als Animationsfilm verfilmt wurde. So, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Nuts and Bolts. Oh, was bist denn du für ein widerliches Ding? Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus. Ich Omni dich weg. Easy, mein Freund, easy. Gib mir Loot. Looten, looten, looten. Ja, im neuen Teil Rift Apart sehen ja die Partikeleffekte mega gut aus. Um seine Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein. Das Springen. Das Springen. Es gibt nichts Tödlicheres als das Springen. Und dementsprechend bin ich nicht nur, was die Grafik angeht, Ratchet sehr gespannt. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankraub benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Ja, ich bin nicht nur auf die Grafik gespannt, sondern natürlich auch auf die Story. Ich glaube, die wird auch richtig, richtig gut. Mit dem Spiel werden wir sehr viel Freude haben. So, hier unten ist sonst nichts mehr. Gut, weiter geht's. Immer schön auf alles draufhauen. Er hat offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinandernimmt. Anmaßend. Ich bin halt ganz schön frech. Vielleicht nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Ich freue mich. Ich freue mich auf das Spiel. Er wird bestimmt verdammt cool. So, schön hier alles einsacken. Irgendwie kann ich nie was liegen lassen. Ich will es alles haben. Ja, ich muss sparen. Der Berufsgangster hat es schon richtig erkannt. Öffentliches Eigentum, darauf spucke ich. Solange sich meine Brieftasche füllt. Ich bin eben sehr egoistisch. So bin ich eben nun mal. Aber ich mache das alles zum Wohle der Galaxie. Ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für euch, liebe Kinder. Nur für euch. Kann man hier rein? Oder kann man es aufprügeln und irgendwelche Menschen ausrauben? Fremde Bürger? Unschuldige? Einfach plündern und berauben? Einen Augenblick, Captain. Aber natürlich. Was ist mit dir, Hombre? Bereit, Gerechtigkeit walten zu lassen? Ich kann nicht verprügeln. Oh, noch ein Teilnehmer. Zukünftiges Mitglied der Schutztruppen. Ich fühle mich gut. Hallo, Rekrut. Hier spricht Cora Verolux. Zeig uns, wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Ich bin super flink. Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von einer beweglichen Plattform zur nächsten. Oh, da oben das Publikum. Die sind gut jetzt schon begeistert. Bist du der Rekrut, nach dem wir suchen? Auf Los, jeden. Weiter zum nächsten Teil des Parcours. Auf jeden Fall, ihr werdet mich leben. Hallo Rekrut, ich bin Brax Lectros und ich bin spezialisiert auf hohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Kisten? Ich habe eben gerade irgendwelche Alien-Frösche besiegt. Mit grünem Blut. Hey, das war ziemlich gut. Weiter, Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. Hol dir einen Schmelzgranatenhandschuh von diesem Gadgetron-Händler. So, gib mir den Handschuh bitte. Das wird Super,
Nächster Schritt, spreng Sachen in die Luft. Die Solana-Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Ich kann alles sprengen, was ich will. Easy. Absolut easy, meine Freunde. Und Kabumabams. Falls ihr mich auf der Veranstaltung seht, bitte kommt nicht zu mir, um mir die Hand zu schütteln. Mein mächtiger, schraubstockartiger Griff hat schon die Zuversicht der heldenhaftesten Männer erschüttert. Und ich würde euch nur ungern aus der Bahn werfen. Das klingt ziemlich und ungesund. Und für noch mehr Pep haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen. Mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Und tschüss. Wow. Sehr gut, Rekrut. Vielleicht bist du bald Mitglied der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet. Du kannst das. Bejubelt mich. Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Dann bist du vielleicht bald Mitglied der Schutztruppen. Oder vielleicht Praktikant. Oder vielleicht tot. Oh, wow, 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 wow. Flammenwerfer Dudes. Direkt hier zwei erledigt. Wow, die Kröten sind ja ganz schön sauer. Okay, die Kröten arbeiten mit mir zusammen. Oh je, keine Munition mehr. Noch beeindruckend. Gehört er wohl bald zu den galaktischen Schutztruppen von Solana? Vielleicht, möglicherweise, man weiß es nicht so genau. Ausgezeichnet, Kadett. Komm nach der Show zu mir. Ha, das war gar nicht schlecht. Okay, wir sind gelevelt und wir haben die Grundausbildung gemeistert. Ladies and Gentlemen, der Retter von Solana, Captain Quark. Hallo, Feldin. Hallo, Captain. Wieder die Feuernummer. Sag bloß. Ich bin Copernicus Quark und ja, das war eine irre gefährliche Feuerwand, die ich bewältigt habe. Ich will euch jetzt mal was sagen, meine Freunde. Als Präsident Phyronix meinte, ich soll ein neues Schutztruppenmitglied suchen, wusste ich sofort wo. Genau. Wir wollen dich. Ich weiß, was ihr denkt. Habe ich das Zeug dazu? Schließlich habt ihr ja nicht verhindert, dass Dr. Nefarius Alero City atomisiert. Ihr habt nicht verhindert, dass Neftin Prog die gesamte Bevölkerung von Aridia farbenblind macht? Zweimal. Außerdem besitzt ihr kein so markantes Kinn oder Adonis-gleiche Bauchmuskeln. Aber habt ihr Mut? Dann habt ihr das Zeug dazu. Du hast nicht das Zeug dazu. Aber ich habe Mut. Ja, aber leider steckt dieser Mut in einer schwachen, muskellosen Masse aus Unerfahrenheit. Zudem ist da deine Vorgeschichte zu bedenken. Es gibt eine lange Liste mit Anschuldigungen. Besitz eines illegalen Schwerkraftrepulsors? Betrieb eines Schwarzmarktbeschleunigers? Vorsätzliche Störung des Raumzeitkontinuums? Das ist eine witzige Geschichte. Du bist skrupellos und unberechenbar. Außerdem bist du gefährlich. Das ist mein Ding. Warte, gib mir eine Chance. Sorry, keine Zeit, Galaxie in Gefahr. Hinfort mit dir und vergiss nicht, du kannst alles erreichen. Solange du ich bist. Nächster! Und derweil auf Quartu. Dr. Nefarius! Der verrückte Wissenschaftler, der all das ermöglicht hat! Verrückt klingt nach geistiger Beeinträchtigung. Ich bin eher ein rachsüchtiger Wissenschaftler. Du bist wohl hier wegen der Truppen. Wie lautet deine Order? Galaktische Schutztruppen vernichten. Wie lautet deine Order? Galaktische Schutztruppen vernichten. Wie lautet deine Order? Hallo? Defekt erkannt. Bereite sofortige Zerstörung vor. In 3, 2. Oh, ein Defekt? Wir spielen, Victor. Die hilflose Blechbüchse wusste, seine beste Überlebenschance war das Lüftungssystem der Anlage. Könnte er bloß zum Luftschacht rennen, würde er es vielleicht lebend daraus schaffen.
Oh oh, da sind Dinge dabei, die man nicht aufzeichnen darf. Ich hoffe, ich kriege keine Probleme mit YouTube. Man weiß es ja nie so genau, ne? Ich weiß, dass du die Blechbüchse findest, Victor. Du hast mich noch nie enttäuscht. Weil es eben einen Film gibt und die Cutscenes natürlich auf dem Film basieren, könnte Copyright-Schwierigkeiten geben. Wäre sehr, sehr ätzend. Kopflose Blechbüchse wusste, dass er zum Überleben eine Bombe auf alles werfen musste, was ihm im Weg stand. Die junge Blechbüchse entdeckte vor sich einen Federbot und wusste, dass er nun mit diesem praktischen Gerät die gefährlichste aller Kräfte besiegen konnte. Die Schwerkraft. Die hoffnungslose Blechbüchse musste einen Federbot werfen, aber wohin und wie? Gott, du gehst mir auf die Nerven. Kann ich nicht? Oh doch, das kann ich. Im Verstecken bin ich verdammt gut. So, einmal hier rein und dann hier drüben hin. Schön alles wegwirbeln und dann können wir uns hier reinschwingen. Und schwupps. Das hätten wir sauber erledigt. Oder auch nicht. Da bist du ja. Oh je. Oh, wow, 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 wow. Hör auf wegzurennen, du nutzloser Blechhaufen. Okay. Ich habe ein ganz, ganz mieses Timing. Ganz, ganz mieses Timing. Komm zurück und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampfbot. Jetzt habe ich es aber drauf. Jetzt habe ich ein Gefühl. Von Kampfbot zu Kampfbot. Oh nein. Wasser. Ja, ba, 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 ba. Das war für meinen Geschmack. Plötzlich entdeckte die Blechbüchse einen Energiebot. Dieses Gerät kann Maschinen mit Energie versorgen. Aber wohin sollte er ihn werfen? Aber wohin? 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 Das alles dramatisch klingt, Mann. Danke, Schiff. Ich bin wirklich gut im Erzählen von Geschichten. Es ist so dramatisch. Wohin Was damit? Was ist für ein Problem, Victor? Er wird mir nicht entkommen, Vorsitzender. Ich habe ihn da, wo ich ihn haben will. Ach doch. Kleiner. Ups. Die Dinger hier, die zerlegen wir noch. Hier könnte man noch nach drüben. Aber erstmal gehen wir hier rein. Bam, 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 bam. Na also, die perfekte Verbindung. Ey, das Spiel ist echt cool. Wie gesagt, die Version habe ich noch nie gespielt. Remake ging damals 2016, glaube ich, an mir vorbei. Keine Ahnung, ich hätte da andere Dinge zu tun? Ich weiß es nicht. Das war gar nicht so schwer. Aber jetzt habe ich halt Sorgen, dass es Probleme gibt mit den Cutscenes. Und der Musik und allem anderen. Hey! Du kannst mir entkommen? Schon, natürlich. Der lässt sich immer viel zu viel Zeit. Komm wieder her, du elende Blechbüchse. Okay, hier muss man irgendwie zur Seite gehen. Und... Lauf mal schneller als das! Ich bin in der Tat schneller als das. Verlegen. Zahnrad für Zahnrad. Okay, kleiner Mann. Renn. Zieh durch. Wasser. Er mag kein Wasser. Könnten wir nicht einfach sprengen? Wäre sowas nicht drin? Computer?
Kurs auf das Hauptquartier der galaktischen Schutztruppen. Ziel festgelegt. Wir werden es nie erreichen. Aber hey, Befehl ist Befehl. Oh je. Yeah. Ich werde nie Mitglied der Schutztruppen. Was? Schaden an der Vektorhülle. Sisterboard scheint intakt. Ich muss nach Alero City. Sie sind in Gefahr. Oh, oh, hey. Wer ist in Gefahr? Eine Armee rückt an. Ich muss sie warnen. Moment, langsam. Du bist abgestürzt. Was hältst du von einem Abstecher in meine Werkstatt? Ich checke dich durch und dann bist du im Nu wieder flott. Danke. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Mach ich doch gern. Also, wie soll ich dich nennen? Meine offizielle Bezeichnung lautet Kampfbot Defekt B5429. Vielleicht nenne ich dich einfach Plank. Ich bin Ratchet. Hoch und runter. Ja, genau so. Du bist ein Naturtalent. Ratchet schossen 1 Million Gedanken durch den Kopf. Konnte er diesen winzigen Kampfbot reparieren? Würde er der Schlüssel zu dem Abenteuer sein, nachdem er sich so gesehnt hatte? Hatte er den Motorprototypen in der Werkstatt vergessen? Die Antwort auf all diese Fragen war ja! In Ordnung, festhalten. Ich bringe uns wieder zur Werkstatt. Oink! Die kleinen Glow-Globies. Eigentlich voll die netten. Wir hauen sie trotzdem zu Brei. Warum? Weil wir es können. Ganz einfach, weil wir es können. Hey. Alright, was haben wir denn hier Schönes? Große Kluften waren ein Kinderspiel für Ratchet. Zum Überqueren benötigte er nur seinen tollen Schwunghaken und etwas Wagemut. Zum Glück für unseren pelzigen Helden erhielt Ratchet dank einer gut platzierten Kiste einen Brenner. Einen Brenner? Hab ich ein Glück. Ein Brenner! Boah, geil! Ein Brenner ist ein Renner! Ratchet die Freiheit, jederzeit die Waffe wechseln zu können, wenn er dazu Lust hatte. Ich weiß, wie das geht. Ja, ich kann jederzeit hier einen Brenner nehmen, aber die Schmelzgranate haben wir trotzdem noch. Und wir können die Waffen auch noch alle leveln. Vielleicht kannst du auf etwas schießen, um die Tür zu öffnen. Moment, keine Munition für den Brenner? Meine Sensoren zeigen an, dass davon ein Schalter ist, der sich mit einem Schuss aus dem Brenner aktivieren lässt. Aber ich habe keine Brennermunition, mein Freund. Ratchet sollte nur auf das Ziel schießen, aber er dachte lang und angestrengt nach, bevor er feuerte. Moment, durchladen? Als er auf die Probe gestellt wurde, geriet Ratchet in Panik. Ja, er musste nur auf ein Ziel schießen. Ist gut. Ah, hier drüben ist Munition. Gott, hier leuchtet so viel Zeug. Dachte schon. Hervorragend geschossen. Dankeschön. Gut gemacht. Dankeschön. Voll netter Spiel. Wow, 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 wir haben Besuch. Bad Boys. Oh, Black, was machen die denn hier? Ich habe in meiner Datenbank Informationen, die dem Vorsitzenden Black schaden könnten. Er muss mich bis zu deinem Planeten verfolgt haben, um sie zurückzubekommen. Grimm, pass auf. Ich will, dass du die Werkstatt zuschließt und dich in den Bunker begibst. Ich komme schnellstmöglich nach. Geht klar, Ratchet. Oje, keine Munition. Ratchet war in schlechter Verfassung. Verletzt, verwirrt und alleine durchkämmte er die Kysil-Ebene auf der Suche nach Nanotech. Okay, Brennermunition ist leer, aber wir haben hier ein paar Granaten bekommen. Und die können die Jungs jetzt fressen. Autsch. Ja, 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 ja. Guck mal hier. Zack. Das waren dann wohl
alle. So wird gespielt, mein Freund. Einfach hier nah ran, Clothesline auf die Fresse. Nun, Leute, ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie es weitergeht. Ich will es auch wissen, natürlich. Was denn sonst? Aber wir wissen noch nicht mal, ob diese Folge überhaupt hier live geht. Gut, hier machen wir mal eine kleine Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wie immer, eine kleine Bewertung da lassen. Ich hoffe, das Video kommt überhaupt online, denn ihr habt es ja gesehen, die Cutscenes sind irgendwie geschützt. Mal sehen, ob es da irgendwelche Copyright-Schwierigkeiten gibt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!